Tja, es gibt dann wohl kein Halten für den Markt. Tatsächlich, die Arbeitsmarktdaten sind weitaus weniger schlimm ausgefallen, als das von dem einen oder anderen erwartet wurde. Wir wissen ja, freitags, der erste Freitag im Monat, der ist immer ein Highlight und sorgt dafür, dass der Markt auf jeden Fall in Bewegung kommt. Also, heute Nachmittag 14:30 Uhr gab es schon mal die erste heftige Vorabbewegung außerbörslich. Die Arbeitslosenquote deutlich geringer, 13,3, mit fast 20 wurde gerechnet. Also, das ist schon mal eine gute Nachricht. Allerdings, wenn wir ehrlich sind, eigentlich ganz egal, was wir für eine Nachricht bekommen, der Markt kann eigentlich nur nach oben gehen. Denn entweder gibt es gute Nachrichten, geht der Markt nach oben, oder es gibt schlechte Nachrichten, dann bedeutet das, dass die Notenbanken und die Regierungen noch mehr Geld drucken und in den Markt schmeißen. Ist auch eine gute Nachricht. Was soll also großartig passieren? Jetzt gleich oder jetzt um 16 Uhr Trump nochmal mit seiner Rede unterwegs. Wir werden sehen, welchen Effekt das hier jetzt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell kann man eigentlich nur sagen, egal ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, der Markt hat eigentlich nur eine Chance, aktuell nach oben zu gehen. Wir sehen das, wir hatten viele, viele Angebote im Markt, wo der Markt drehen konnte. Auch hier beim Dow Jones, wir hatten eine ähnliche Situation beim DAX diese Woche. Der Markt hat es nicht genutzt. Wir haben nicht wirklich eine Abwärtsbewegung gehabt. Wenn wir mal gucken, bei 26.000, das ist ungefähr auf diesem Niveau. Alles, was wir gesehen haben, war stark nach oben und ABC oder wackelig nach unten. Also überhaupt nicht mal ansatzweise die Versuchung, dass der Markt hier die Short-Gelegenheit wahrnimmt. Nein, im Gegenteil, sogar nochmal mit verstärktem Druck jetzt auf der Aufwärtsbewegung unterwegs. Und das ist eigentlich das Zeichen, dass der Bullenmarkt einfach der Stärkere ist und die Marktteilnehmer wahnsinnig viel Angst haben, eine Bewegung nach oben zu verpassen. Aus Händlersicht kann man eigentlich nur empfehlen, weiter long. Es gibt keine andere Geschichte dazu. Solange der Markt nicht irgendwelche Anzeichen zeigt, wir hatten das hier so ein bisschen, solche Bewegung ist ein erstes Anzeichen, aber wir haben null wackelig mit Trigger hier auf der Unterseite. Also insofern, es gibt gar keinen Ansatz hier für die Short-Seite. Dementsprechend ist es einfach die Long-Seite. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das zu sagen, es gibt wahnsinnig viele Gründe, warum das alles eine Luftnummer ist und warum uns das irgendwann um die Ohren fliegt. Aber die Börse ist nicht immer vernünftig. Nur weil es um die Ohren fliegen sollte und wahrscheinlich müsste und das ja so logisch wäre, ist das noch längst nicht das Zeichen, dass es das auch tut. Deshalb eine alte Handelsweisheit, nicht eine eigene Meinung haben, sondern das handeln, was der Markt macht. Und das ist nun mal ganz klar nach oben. Aber ganz wichtig, wissen, dass uns das um die Ohren fliegen kann. Deshalb unbedingt Positionen absichern, mit einem Stop beispielsweise. Oder man kann auch für die, die etwas komplizierter denken, über zum Beispiel Optionen, Optionsscheine eine Position absichern. Was man auch immer dafür nutzen will, da gibt es verschiedene Varianten. Aber ganz wichtig, nicht einfach sagen, das kann jetzt nur noch nach oben gehen. Das kann uns tatsächlich sehr, sehr schnell um die Ohren fliegen. Wir haben viel, viel Druck, was wir im Moment gar nicht wahrnehmen. Wir haben die Situation um Corona, naja gut, da kann man sagen, das löst sich jetzt aus. Aber in den asiatischen Medien beispielsweise gibt es ein Thema, was sehr, sehr stark verbreitet ist. Zum Beispiel in der Nikkei-Shimbun. Ich bin ja Japan verwurzelt, auch wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, gucke ich natürlich, wie es da aussieht. Und da ist die Auffassung, wir haben ein Krisenherd dort. Wir haben immer noch nicht die Hongkong-Frage direkt vom Tisch. Im Moment ist ein bisschen Ablenkung. Amerika ist selbst beschäftigt mit den eigenen Unruhen. Wir haben allerdings noch die Taiwan-Frage, wo China bzw. die Generalität, hätte ich fast schon gesagt, also das Militär gesagt hat, zur Not würden wir auch mit Gewalt. Die Philippinen haben heute ein Gesetz oder eine Entscheidung, die sie schon gefällt haben, nämlich keine US-Truppen mehr haben zu wollen, wieder zurückgenommen und haben gesagt, nee, nee, wir verlängern doch nochmal eure Verträge hier, dass ihr bei uns stationiert sein sollt, weil man einfach vermutet, dass da irgendwie was im Busche ist. Wir sehen, dass es da ordentlich noch krachen kann. Wir haben gesehen jetzt, dass der Phase-1-Deal, dass der mindestens am Kippen ist, wenn nicht sowieso schon vom Tisch eigentlich. Wir haben also wahnsinnig viele Hinweise darauf. Wir haben echte Androhungen Amerikas, die Börse zu beschränken, was die chinesischen Titel angeht. Das wird Hongkong massiv beeinflussen. Das wird sich auf die Region dort massiv auswirken. Wir haben die Androhung China über den Umweg Hongkong vom US-Dollar-Geschäft abzuschneiden. Vorsichtig.
Der Markt geht nach oben, es gibt nur eine Richtung, Long. Aber wir sollten wissen, es sind große Gefahren da, bitte nicht ohne Stop und sagen, na, siehst du, jede Absicherung kostet doch nur Geld, ist doch nur mühsam und am Ende verliere ich noch mal ein paar Cent oder ein paar Euro, die ich noch mehr noch hätte verdienen können. Bitte, bitte das niemals vergessen. Ich möchte kein Crash-Prophet sein, überhaupt nicht. Man sieht es hier nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass solche Situationen absolut typisch sind. Und wir sehen das hier im Chart. Wir sind beim DAX, Entschuldigung, beim Dow Jones jetzt hier auf die 70%-Marke. Ab jetzt fängt es an, dass der Dow im Prinzip dieses Muster auch so langsam dem Ende entgegenführen kann. Das ist keine Garantie, dass es passiert, aber das wäre nicht untypisch. Der DAX ist fast 100% dieses letzten Anstiegs. Eine 1:1-Projektion nähert sich dem Ende. Ich weiß nicht, ob das eine 1:1-Projektion ist. Die Chancen steigen aber wieder für die Abwärtsseite. Aber sie sind noch null zu erkennen. Jetzt Gewinne mitzunehmen ist schade. Jetzt auf die Shortseite zu setzen ist gefährlich. Aber es ist blind, jetzt zu sagen, siehste, das Einzige, was geht, the only way is up, es kann nur nach oben gehen und wir haben keine Risiken an den Markt. Das gab es auch schon zu anderen Zeiten und ich kann mich erinnern, wir haben darüber gesprochen, auch immer wieder hier zu diesen Zeiten vorsichtig, nicht ohne Stops mehr arbeiten auf der Long-Seite. Das war vor der Corona-Krise. Wir haben eine echte Chance, dass der Kurs massiv nach unten geht und typische Stops waren zum Beispiel hier unter den letzten Zwischentiefs. Das haben wir jetzt hier blöderweise nicht, aber ich habe häufig ja schon angedeutet, wie man das machen kann mit Trailing-Stop-Situationen und so weiter. Das stellen wir auch immer wieder im Trade des Tages oder aber in Trade to Go vor. Also wer sich da eh angemeldet hat, es ist ja kostenfrei, der kriegt das ja sowieso mit, was es da für Möglichkeiten gibt, für sinnvolle. Aber bitte, bitte das niemals vergessen. Ich möchte kein Unkenrufer sein, obwohl doch. Nein, Spaß beiseite. Wir dürfen das nicht vergessen, vor allem bei all der Begeisterung. Also zusammengefasst, ja, der Markt ist stark, der ist long, jeder will dabei sein, keiner will es verpassen, alles super, von mir aus auch long reingehen, von mir aus auch jetzt noch, wobei ich muss sagen, vor dem Wochenende finde ich das immer nicht so praktisch, aber das muss dann jeder selber entscheiden, aber generell scheint die Long-Richtung die starke zu sein, alles gut, aber bitte, bitte mit Absicherung, immer mit dem Stop unterwegs sein, es kann ganz schnell uns um die Ohren fliegen. So, mit diesen etwas vorsichtigen Worten, zurück ins Studio, hätte ich fast gesagt, zu Ihnen ins Wohnzimmer, aufs Smartphone, wo auch immer Sie das Ganze jetzt hier mitverfolgen. Meine besten Wünsche für die Börse von heute, für das Wochenende und nächste Woche sehen wir uns wieder. Liebe Grüße.